So, eine Strecke gibt es im Zeitfahren noch und das ist die 3DS Rainbow Road. Endlich mal ein bisschen genießen die Strecke, ohne das ganze Chaos der CPUs. Und dann falle ich so billig runter, ey. Das hätte auch etwas runder laufen können. Gut, letzter Abschnitt. Und dann haben wir das Chaos der dritten Welle endlich fertig. So, das waren alle Wave-3-Strecken. Weiter geht's mit Mario Kart 8. Mit Welle 4, wenn sie draußen ist. Bis zum nächsten Mal und ciao.